Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Titanfall Commentary. Wurde sich mal wieder exzessiv gewünscht, da ihr anscheinend nicht so viel Borderlands Content auf einmal haben möchtet. Das ist natürlich vollkommen okay. Ich habe eh noch eine ganze Menge Titanfall bei mir rumliegen und richtig Bock, da auch ein bisschen drüber zu quatschen. Heute geht es mal um die Titanfall DLCs, beziehungsweise das momentan erschienene Map Pack DLC. Das war irgendwie eigentlich klar, dass EA natürlich auch mit ihrer DLC-Politik in Titanfall eingreifen wird. Und ich werde jetzt mal heute ein bisschen über die Karte Abfluss sprechen, die ihr hier gerade im Hintergrund seht. Das ist mein allererster Play auf dieser Karte, habe ich direkt aufgenommen. Ist eigentlich ziemlich gut gelaufen, bis auch was ich auf meinen eigenen Kollegen schieße. Aber sonst, du seht ihr gleich noch, wie man innerhalb von 15 Sekunden zwei Level aufsteigt. Jawohl. So, Thema, das es natürlich direkt ist, ist, ob man die DLCs wirklich braucht. Das ist in jedem Spiel eigentlich die Frage, die man sich immer stellen sollte, weil ich einfach viel zu viele Leute sehe, die sich einfach ein DLC kaufen, weil es da ist. Aber hier habe ich mir echt die Frage gestellt, Titanfall DLC, 3 Maps für 10 Euro, muss ich das haben? Und meine Antwort darauf war, ja. Aber bevor wir dazu kommen, hier erstmal überkrass, Level 28, ja, Rage! Wie geil! Und dabei bleibt es nicht. Ich habe mir ja die Karten halt ein bisschen angeguckt und da noch einen Kill gemacht, da noch einen Kill gemacht, hier noch einen weggebasht und was soll ich sagen? Noch ein Level. So schnell levelt man also in Titanfall. Wahnsinn. Ich muss übrigens sagen, bevor wir jetzt nochmal dazu kommen, ich habe schon wieder so viele Themen im Kopf, ich muss die einfach alle sammeln. Nach diesem riesen Patch, den ich gemacht habe, habe ich das Gefühl, dass das Auto, ich drücke auf die Tritt-Taste und treffe immer, vermindert wurde, weil, wie ihr gerade gesehen habt, ich habe zweimal daneben getreten. So ein Scheiß. So, auf jeden Fall bin ich der Meinung, also für mich waren die Kartenpack ein Muss, weil mir Titanfall einfach brutal viel Spaß macht. Und das von einem EA-Produkt. Klar, es sind nicht die Entwickler, aber trotzdem, weil hat EA den letzten guten Schuh daraus gebracht? Medal of Honor Warfighter? Ja, yeah, weniger. Mir macht Titanfall unglaublich viel Spaß. Ich zocke es jetzt noch so mit Begeisterung wie am ersten Tag. Bin schon im dritten Prestige. Und das soll schon was heißen, dass ich in einem Shooter mal ein Prestige aktiviere. Zweimal! Deswegen, ja, für mich lohnt es sich auf jeden Fall, da ich das Spiel halt sehr, sehr exzessiv spiele und unglaublich gut darin bin. Warum auch immer. Ich kriege ein Battlefield permanent aus dem Maul, aber egal. Ich bin, ja, was soll ich sagen? Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin begeistert von den Karten. Aber ich möchte halt ein bisschen was zu der Karte Abfluss sagen, die ich ja hier, wie gesagt, im Hintergrund gerade spiele. Ich habe nicht das Gefühl, jetzt eine brutal neue Karte vor mir zu haben. Klar, die ist natürlich anders, aber sie ähnelt sehr stark einer anderen Karte, der Name mir jetzt gerade schnell nicht in den Kopf will. Ganz ehrlich, wie viel halten diese Titanen überhaupt aus, diese gepanzerten? Na, da kannst du alles reinballern, was geht? Und er verreckt einfach nicht. Oh Gott, wie hieß die Karte nochmal? Da war, die sah auf jeden Fall so ähnlich aus. Bin trotzdem natürlich, muss ich sagen, ich würde jetzt nicht darauf tippen, wann beende ich diesen Satz. Oh mein Gott, ich sollte mir echt mal ein Skript schreiben oder sowas. Die Karten haben sich auf jeden Fall gelohnt, also zumindest bis jetzt, weil ich habe, wie gesagt, nur diese eine Karte bis jetzt gerade gespielt. Und ich mag sie, trotz fehlender Map-Kenntnis habe ich schon gut da was reißen können. Und da hätte ich wenigstens mal mich kurz umdrehen sollen, zum Töten. Aber es ist ja egal, es war halt nur ein kleines Reinzocken, ich bin trotzdem positiv rausgegangen, daher fand ich das jetzt nicht ganz so schlimm. Natürlich stellt sich die Frage, ob für andere Leute das Kartenpack jetzt irgendwie sinnvoll ist. Also wenn man das wirklich nicht so mit Begeisterung spielt wie ich, würde ich von den Karten eventuell sogar abraten. Weil wenn man das eh nur zwischendurch spielt und mit den jetzigen Karten schon genug Spaß hat, ich meine, es sind 15 Stück, ne? Oder? Sind es doch. Meine ich schon. Dann braucht man das DLC nicht unbedingt. Für mich war es praktisch ein Muss. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass keine neue Waffe hinzugekommen ist. Ich bin mit dem Waffenarsenal von Titanfall mehr als zufrieden, da ich finde, dass wie in einem Battlefield mit 130 Waffen, und viel hat das Spiel, einfach, man kann jetzt nicht sagen, nicht nur Abwechslung da ist, dann wird man mich jetzt für dich für bescheuert halten, aber jede Waffe spielt sich praktisch gleich. Ab und zu hast du mal eine Waffe dabei, mit der kannst du einfach gut umgehen, das fühlst du sofort, aber im Endeffekt hast du
Gerade von den Karabinern, ich habe das Gefühl, jede Ace spielt sich gleich. Sei es die Ace 23, die 51 oder 52 oder wie auch immer sie heißt, die spielen sie für mich alle gleich. Deswegen jetzt, weiß nicht. So, ganz übrigens eine lustige Stelle. Hat dieser Spacken auch tatsächlich gedacht, er könnte bei Titan kaputt schießen, aber nix da. Immer schön, wenn sie das nicht bemerken. Ja, wie gesagt, also deswegen, das Waffenarsenal Titanfall ist unglaublich geil, denn es gibt nicht zu viele Waffen, aber jede Waffe ist was Besonderes. Jede Waffe hat ihre Vor- und Nachteile, das spürst du stark, dass wenn du die Karabiner in der Hand hast, spielst du auf jeden Fall anders, als wenn du die MP in der Hand hast zum Beispiel. Was ein doofer Vergleich ist, den Karabiner und MP, aber ihr wisst, glaube ich, schon, worauf ich hinaus will. Deswegen, ich hätte trotzdem gerne eine neue, zwei neue Waffen, es muss nicht viel sein, Hauptsache neue Waffen. Ich würde mich echt freuen. Aber wie gesagt, Waffen einfach sonst so gefällt mir ja. Ich bin da gespannt, was in den nächsten DLCs noch so ansteht. Wird natürlich noch weitere Karten sein. Aber halt so ein kleines Waffen-DLC oder ein Titan-DLC wäre halt nicht schlecht. Aber ich spiele eh nur mit dem Atlas, weil mit dem kann ich halt am besten. Der Dicke ist mir zu langsam und der Schnelle ist mir zu verwundbar. Und da bin ich Level 30 geworden. Ja, drei Level innerhalb eines Matches, bei dem ich noch nicht mal wirklich viel gerissen habe. Schon cool, diese Herausforderung. Ja. Das wäre es auch soweit erstmal zu dieser Karte. Ich finde es okay. Abfluss wieder meinem Namen gerecht. Es ist sehr, sehr viel Wasser drin, aber ich bin halt als Pilot halt mehr oben unterwegs und als Titan halt mehr im Wasser, wenn ich denn mal diesen scheiß Tunnel treffen würde. Jetzt noch ein bisschen was zu allgemeinen Sachen, zu Videos. Die ersten Fragen schon, weil das neue Rage-Projekt beginnt. Das muss ich doch mit dem Dustin klären, der ja auf jeden Fall Hauptbestandteil dieses Projektes sein wird. Weil ohne den wird es auf jeden Fall nicht so lustig, auch wenn ich alleine mit Sicherheit streichen würde. Aber ich muss ja auch einen Grund haben, das Spiel zu spielen. Ja, alleine ist ja auch irgendwie doof. Dann wurde sich halt, wie gesagt, Titanfall gewünscht, weil ihr wollt halt nicht mehr ganz so viel Borderlands haben. Gut, ich höre natürlich da auf euch, ihr sagt, alles klar, das war 4-5 Videos an Stück Borderlands, ich gucke das jetzt nicht so exzessiv, ich gucke lieber Titanfall. Gut, mache ich halt mehr Titanfall, weniger Borderlands, werde auch demnächst mal wieder ein Live-Gameplay machen, nur das Problem ist halt beim Live-Gameplay, ich quatsche praktisch nicht. Ich werde Commentary sehen, das ist ein Videomaterial vom Let's Play von Titanfall, da wollte ich mir Let's Play von starten, habe ich direkt Prestige aktiviert und dann sofort eine Runde rein. Aber mir ist einfach schnell aufgefallen, dass ich habe so wenig in diesem Let's Play zu erzählen, weil ich einfach brutal konzentriert bin in diesem Spiel, weil sonst könnte ich einfach, ich würde nichts treffen. In Battlefield würde das noch hinkommen, aber hier nicht. Es wird noch ein Commentary zu Battlefield kommen, zu Battlefield 4. Ob es ein Gameplay geben wird, weiß ich jetzt noch nicht. Dazu müsste ich es erstmal auf meine andere Platte installieren, weil momentan liegt Battlefield 4 auf meiner Aufnahmeplatte und du kannst das Spiel, das du aufnimmst, also, du kannst dich aufnehmen, während dieses Spiel auf derselben Platte ist. Das funktioniert einfach nicht. Dann geht die Platte krachen. Deswegen muss ich da mal gucken. Und ich sehe das Kommentar schon zu Ende. So ein Scheiß. Dann seht ihr mal kurz hier die Punkteverteilung. 48.000 EP. Direkt drei Level gemacht. Und das in der hohen Stufe. Respekt an mich selbst. Also, wenn das mal kein Like wert ist, ne? Ernsthaft jetzt. Krasse Scheiße. Ein paar Punkte mehr und ich hätte noch ein Level gemacht. Ja, wäre es von mir, das Rage-Projekt wird kommen, Trackmania 2 und in Zukunft ein bisschen mehr Titanfall, denn ich habe eine ganze Menge noch zu bequatschen, aber das seht ihr dann ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, das Commentary hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Tschüss.